Herzlich willkommen zum nächsten Video mit dem wichtigsten Supplement an dieser Stelle und das ist Omega 3. Herzlich willkommen, mein Name ist Timo Osters, ich bin Arzt und Experte für ganzheitliche Gesundheit und wir sprechen jetzt im Detail über das sagenumwobene Supplement Omega 3. Was ist Omega 3 überhaupt? Omega 3 sind essentielle Fettsäuren. Es gibt Omega 3 und Omega 6. Du nimmst über deine Ernährung sehr, sehr, sehr viel Omega 6 auf. In Olivenöl zum Beispiel oder in Sonnenblumenöl ist sehr, sehr, sehr viel Omega 6 drin. Sonnenblumenöl ist, by the way, eine der Sachen, wenn du jetzt gleich in die Küche gehst und du schmeißt irgendeine Sache in deiner Küche weg, dann bitte Sonnenblumenöl an dieser Stelle. Denn das ist das mit Abstand ungesündeste Öl, was du per se so zu dir nehmen kannst. Olivenöl hat auch sehr viel Omega 6, was erstmal pro-entzündlich oder pro-inflammatorisch wirkt, was aber durch die gesamten Nährstoffe, die im Olivenöl ebenfalls enthalten sind, sehr, sehr, sehr positiv auf dein System wirkt. Wichtig ist, das aber nicht zum Braten zu benutzen. Okay, kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Omega 3 sind die Fettsäuren, die anti-entzündlich wirken. Und ich kann dir aus der Praxis sagen, wir haben im letzten Video ja schon, findest du hier oben irgendwo an der Seite, über den Omega-3-Index-Blutwert gesprochen. Das heißt, wenn du deinen Blutwert noch nicht kennst, dann jetzt auf jeden Fall den Omega-3-Index bestimmen lassen. Denn dann kannst du genau sagen, wie viel Omega-3 in Anführungsstrichen du am Tag zu dir nehmen solltest. Jetzt ist so die Frage, wo ist denn Omega-3 drin? Omega-3 ist am allermeisten bzw. hauptsächlich in fettigem Fisch vor allem enthalten. In geringeren Mengen allerdings auch in pflanzlichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel in gewissen Nusssorten, aber auch in Avocado zum Beispiel. Allerdings muss man sagen, wenn du auf einen wirklich guten Blutwert kommen möchtest, also eine wirklich adäquate Menge von Omega-3 täglich zu dir nehmen möchtest, müsstest du am Tag schon mehr als 500 Gramm Fisch, als Lachs zum Beispiel oder Makrele zu dir nehmen. Und du merkst schon, ich muss selber anfangen zu lachen, das macht ja fast niemand. Also ich persönlich mache das nicht. Ich greife auf ein gereinigtes und sehr hochwertiges Omega-3-Produkt zurück. An dieser Stelle kleine Verlinkung, kleine Werbung. Omega-3-Zone ist eine der besten Firmen in Deutschland, auf die ihr zurückgreifen könnt, wenn es um das Supplement Omega-3 geht. Es gibt natürlich noch ganz, ganz, ganz viele andere Firmen, die letzten Endes auch sehr, sehr, sehr gute Werte haben, die ihr natürlich auch nehmen könnt. Ich persönlich konsumiere aber Omega-3 von der Firma Omega-3-Zone. Worauf musst du jetzt bei einem guten Omega-3-Produkt achten? Und das ist jetzt ganz wichtig, also jetzt ganz besonders zuhören. In sehr vielen Produkten, beziehungsweise auf der Rückseite des Produktes, wird einem suggeriert, dass man sehr viel Omega-3-Öl zu sich nimmt. Aber das, was aus wissenschaftlichen Daten, und damit meine ich wirklich Studiendaten, nicht aus irgendeinem Blog gelesen oder irgendwas, sondern wissenschaftliche Studien mit wirklichen Menschen, die gemacht wurden in der Praxis. Und dort wurde herausgefunden, dass essentiell wichtig als Omega-3 das EPA und das DHA sind. Das heißt, du musst oder solltest, um auf einen guten Omega-3-Index zu kommen, einen Tageswert von 2 bis 4 Gramm, sprich 2000 bis 4000 Milligramm EPA und DHA zu dir nehmen. Und warum habe ich jetzt eben gesagt, das ist wichtig und Vorsicht? Weil häufig ist es so, dass in Kapseln ein wesentlich höherer Wert Omega-3-Fettsäuren enthalten ist, dann aber vielleicht nur 250 Milligramm EPA und DHA enthalten sind. Das heißt, nicht 2 bis 4 Gramm Omega-3-Fettsäuren, sondern 2 bis 4 Gramm EPA und DHA. Jetzt weißt du, wie du schon an das Ziel kommst. Wenn du deinen Blutwert hast, noch viel besser. Aber was macht Omega-3 denn jetzt genau? Vom Prinzip her gibt es Health Claims für jedes Supplement, für die dieses Supplement zugelassen ist. Ich kann dir allerdings aus der Praxis sagen, dass es noch weit mehr essentielle Faktoren oder auch Probleme, wie zum Beispiel Hauterkrankungen gibt, auf die sich Omega-3 sehr positiv auswirkt, aufgrund der anti-entzündlichen Komponente. Denn wir haben heutzutage ein sehr großes Problem, wo wir mit dem Modell der klassischen Medizin auch nicht wirklich weiterkommen. Und das sind chronische Erkrankungen durch zum Beispiel chronische Entzündungen.
Das sind per se chronische Entzündungen, die entstehen und die auf lange Sicht ein Problem machen und du dann irgendwann ein Symptom bekommst. Und dann kannst du das Symptom aber nicht mit der langwierigen chronischen Erkrankung von vor 3 Jahren, die dort begonnen hat, quasi damit in Verbindung bringen. Und daher ist es eben so wichtig, dass du, solange du gesund bist, auf Gesundheitssupplemente bzw. Gesundheitsblutwerte zurückgreifst. Und da ist Omega-3 einer der wichtigsten. Die Health Claims, die zugelassen sind in Deutschland, betreffen vor allem die Augen. Das heißt, Omega-3 sorgt für die Aufrechterhaltung einer normalen Sehkraft, bringt dich also quasi so wieder zu dem normalen, zu dem Status quo gut zurück, sorgt aber gleichzeitig auch für eine Normalisierung des Blutdrucks, für eine Normalisierung der Herzfunktion, für eine bessere Versorgung des Gehirns. Und wir wissen zum Beispiel, dass ein sehr großer Anteil, und damit meine ich der mitgrößte Anteil an Fettsäuren im Gehirn, das DHA ist. Und wie eben gesagt, EPA und DHA sind die beiden Fettsäuren, die in einem Omega-3-Öl hauptsächlich enthalten sind und auf die du kommen solltest. Das heißt, du merkst jetzt schon, es sind sehr, sehr, sehr viele Faktoren in diesen Health Claims enthalten. Ich kann dir aber sagen, es hat auch sehr viele positive Faktoren auf die Menstruation, vor allem auf den Regelschmerz und auch auf Hauterkrankungen, beziehungsweise das hängt natürlich dann auch davon ab, wie man sich ernährt, je nachdem, was man viel zu sich nimmt, ob man viele Komponenten in der Ernährung zu sich führt, die zum Beispiel pro-entzündlich wirken, wie zum Beispiel Soja, Erdnüsse, aber natürlich können das auch Dinge wie Gluten oder Casein, also das Milcheiweiß sein. Dazu dann nochmal in einem separaten Video mehr. Ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, und das ist auch das, was du quasi als Take-Home-Message mitnehmen solltest, 2 bis 4 Gramm EPA und DHA am Tag ist das, was gesundheitlich für dich, egal ob du Leistungssportler, ein normaler Sportathlet bist, vielleicht jemand bist, der gar keinen Sport macht und den ganzen Tag nur am Schreibtisch im Büro sitzt, aber auch wenn du schon älter bist, ist 2 bis 4 Gramm am Tag das, was für dich essentiell wichtig ist, um quasi deine Gesundheit langfristig positiv zu beeinflussen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen freuen und wie immer natürlich über dein Feedback unten, damit ich persönlich mit dir interagieren kann und wir langfristig einfach schauen können, welche Themen sind natürlich für dich relevant, worüber möchtest du noch, dass wir im Detail sprechen. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen ganz tollen Tag. Bis dahin, dein Timo.